Chris aus der Navajo Nation. Ich bin gerade hier am legendären Monument Valley. Und ich bin nicht hier als Tourist, sondern ich bin hier als Gast. Denn ich übernachte, oder Marcia und ich übernachten die nächste Zeit in diesem Erdhaus. Auf Navajo spricht man von einem Hogan. Dieser Hogan ist die traditionelle Behausung der Navajo, und dieses wunderschöne Licht, das ihr hier seht, ist das Licht, in dem wir einschlafen. Hier vorne könnt ihr jetzt die Toilette sehen, eine Außentoilette, und um uns herum wohnen verschiedenste Navajo Clans. Wenn die Diné Feste feiern, mit der Familie zusammenkommen, dann trifft man sich hier drin. Wenn ihr Bock habt, dann nehme ich euch einmal mit rein. Und ja, jetzt ist es ziemlich dunkel. Der traditionelle Hogan, der Navajo, mit dem Kamin in der Mitte. Hier oben geht das raus, ja, und hier übernachten wir. Das ist das Ding für die nächste Zeit. Sehr inspirierend, sehr krass hier zu sein. Wow. Diesen Hintergrund würde ich wirklich noch mal gerne darauf hinweisen, dass das für uns, die hier als Gäste hinkommen, krass ist, aber für die Leute ist das natürlich hier die Lebensrealität. Kein fließend Wasser, Strom ist hier, aber viele Leute gehen, um Wasser zu holen, halt hier zu den Quellen. Dadurch, dass sie das Wasser von Quellen holen müssen und die ganzen Minen das Grundwasser verdrecken, sind die Leute teilweise sehr krank und es passieren auch schlimme Dinge. Also unsere Gastgeberin ist vor ein paar Wochen dreimal angeschossen worden in die Schulter, hier in die Seite, und das ist jetzt, ich erfinde jetzt keine Story, um das hier krasser zu machen oder sowas. Die hat an der Tankstelle gearbeitet, das sind einfach ein paar Leute in die Tankstelle gekommen und wollten die Tankstelle ausrauben, und anstatt einfach die Sachen zu nehmen, haben die Leute angefangen zu schießen. Bei allen den Bildern, die hier so krass sind von der Umgebung, würde ich euch bitten, zuzuhören, was die Leute zu erzählen haben, was wir in diesem Video auch erzählen, damit wir mehr Aufmerksamkeit für die indigenen Leute auf der ganzen Welt haben und wir ihnen oder Unterstützung zukommen lassen für ihr Empowerment, weil ja die Kultur und alles, was sie zu bieten haben, so reichhaltig ist. Wir haben hier meinen Freund Joe. Joe ist halb Deutscher, halb Navajo. Joe wird uns ein bisschen was hier drüber erzählen. Wir haben auch einen Shop mit seinem Papa. Der hat den hier gegründet, als er damals von Deutschland nach hier gekommen ist. Und es ist schön, diese Begegnung zu haben und sozusagen diese Navajo-Deutschland-Connection ein bisschen aufzubauen und euch ein bisschen zu zeigen, was das bedeutet, wo wir überhaupt hier sind. When I say Navajo, I know Navajo people, they have a different name for themselves, right? Yeah, most people say Navajo, yeah. But Diné. Diné, right? Diné. Navajo families, they consider themselves as clans, right? So every Navajo person has four clans. Okay. Your mom's side has two clans, and then your dad's side has two clans as well. Okay. And mine is Tachini and Torachini on my mom's side, yeah. Besbichahi on my dad's side, which is German. Besbichahi, that means German. Yeah, I think Do it I means say it like right? knife or helmet or something. Yeah, okay. Something like that. Es ist auch in jeder Navajo-Familie so, dass man die Familie als Clan bezeichnet, und jeder Clan hat sozusagen vier Seiten. There's programs in some schools, like Navajo immersion programs, that still teach it to people who want to learn it. Yeah. But I feel like most of the time it's the elders in the family or the parents that have to kind of teach it and carry it on. But so. Who wants to listen to the elders, right, yeah. when you're young? Yeah, pretty much. Yeah, but we got to keep that in mind. Even though it's a saying that nobody wants to hear, listen to the elders. I'm telling you. Yeah. Ich habe ihn gerade gefragt, wie das mit der Navajo-Sprache ist, ob die noch sehr viel gesprochen wird. Er hat halt gesagt, unter den älteren Leuten gibt es sehr viele Leute, die noch Navajo sprechen. Es gibt auch jüngere Leute, so wie er. Trotzdem gibt es einige Programme, in der Schule zum Beispiel, wo sie Navajo versuchen, den Leuten beizubringen. I see stuff like in front of the window. What does that mean? So the stuff in the windows for protection, that's sage and sweetgrass. Yeah. But yeah, a lot of people just kind of use it in that sense as well. It's used in ceremonies and prayers a lot. Yeah. But a lot of people, you know, more contemporary people, they just like to have it as protection, you know, protection, have it on them. Yeah. I feel like the practices are the most important things.
peyote meetings, prayers. They sing and pray all night, so music is still pretty important in that aspect. Yeah. Die meisten Sachen, die von der Tradition sozusagen übernommen werden, ist, hat er gesagt, in erster Linie auf jeden Fall Musik. Aber es gibt bestimmte Zeremonien, die darauf absehen, dass man die ganze Nacht zum Beispiel tanzt und singt, zusammen ist. Und diese Traditionen sind oder Zeremonien sind noch sehr, sehr wichtig. Was geht ab, Leute? Ich bin unterwegs mit meinem Bruder Louis. Wir fahren ein bisschen rum hier durch die Wildnis. Louis hat gerade gesagt, dass es hier noch einen alten Trail gibt, der benannt wurde nach einem der letzten Häuptlinge, der sich gegen den Staat praktisch gewehrt hat. Sein Name war Posey und der Weg über die Berge, der alte Weg von den Natives, den sie früher genommen haben, der heißt nach diesem Chief, heißt Posey Trail. Und der ging hier über diese Berge, die ihr jetzt sehen könnt. Also dieser Weg hier, oder diese Wege sind die alten Wege der Leute früher, wenn sie zu Fuß zum Fluss gelaufen sind. Und der Fluss ist 25 Meilen von hier entfernt. Das heißt, würde man das zu Fuß alles laufen, wären wir praktisch bis morgen Nacht unterwegs. Not too far down the street is a uranium mill. And the uranium mill is the only one in existence in the United States. We got the native tribes that live not far from here. And their concern is about the water sources. Da, wo wir gewandert sind, das ist alles geschütztes Gebiet. Aber es gibt anderes Gebiet hier, das privates Land ist, wo eine Uranmine ist. Das Wasser wird dadurch verschmutzt und es gibt ein großes Problem für viele Stämme in den USA und auch für Kanada, wo Minenfirmen kommen und nach bestimmten Sachen wie Uranium oder auch anderen Sachen, die auch zum Beispiel in unseren Mobiltelefonen drin sind, genau wie in Afrika zum Beispiel auch, suchen und das Grundwasser verschmutzen. Die Langzeiteffekte davon sind, dass es viele Geburtsfehler zum Beispiel gibt oder es gibt hier viel höhere Krebsraten. Wir können als Gesellschaft, als Weltgesellschaft nicht zulassen, dass sie ausgebeutet werden. Das Gute heutzutage, right, Louis? I'm saying, the good thing about today is that there is more empowerment in the native community. There's a lot of young people standing up and standing up for the natives, being strong, being protective. And you have a lot of water protectors all around the continent. I just want to big up those people and tell them to continue. Man kann das sozusagen als den zentralen Platz von Window Rock bezeichnen. Und dieser Flohmarkt ist eigentlich immer hier. Und hier sind ganz viele lokale Leute, die ihre Sachen hier verkaufen. Entweder ihre selbstgemachten Sachen oder Sachen, die sie wie bei uns im Flohmarkt nicht mehr brauchen, dann einfach weiterverkaufen. How common is it for like tourists to be out here? At the flea market? Yeah. Not very common. Na? Not really. Also er hat schon auch gesagt, dass es nicht besonders typisch ist, dass jetzt Touristen oder so hier auf dem Flohmarkt sozusagen sind, sondern es ist wirklich, würde ich sagen, zu 99% nur Leute von hier sozusagen aus der Community, die hier sozusagen ihre Sachen verkaufen. Somebody play music. Well, he woke up this morning and he called him to work. On his daddy's old suit with a second-hand shirt. All untucked, shoes untied. People all snickered as he walked by. So he stopped in a bar, bought a shot of Stevens and another. Joe hat gerade was Interessantes gesagt über die Echsen, dass du siehst ja den Künstler hier, der die Echse in all seinen Kunstwerken sozusagen drin hat und auch die Leute kaufen es von ihm. Die Echsen sind sozusagen etwas Heiliges und man glaubt in der Navajo-Kultur daran, dass die Echse zum Beispiel dein Vorfahre sein kann. Das heißt, wenn jetzt eine Echse kommt, er sagt, das ist ein Storyteller, also die erzählen Geschichten, dass dein
Vorfahre jetzt gerade zu dir kommt und dich in dieser Welt besuchen kommt, um dir eine Geschichte zu erzählen, um dir etwas Gutes zu wollen zum Beispiel. Und deswegen hat dieser Künstler wahrscheinlich die Echsen sozusagen in seiner Kunst verarbeitet und sozusagen das ja mit in seine Kunst einfließen lassen. Auf jeden Fall sehr interessant. Und zwar ist das ein authentischer Navajo Burger. Right? Yep. Könnt ihr sehen? So the bread around it is like traditional Navajo bread, like how it's traditionally made. Also das Brot um den Burger herum ist sozusagen das traditionelle Navajo-Brot, wie du es hier überall kaufen kannst. Ich habe schon viele alte Frauen gesehen, die das Brot machen und dann verkaufen. Oh ja. Good? Yeah. Mmh, Elliot, that bread is good. Als die amerikanische Regierung gedacht hat, sie muss die Navajos und auch einige Mescalero-Apachen aus ihren angestammten Gebieten vertreiben und in ein anderes Gebiet umsiedeln, in einer Zwangsumsiedlung. Und man nennt es den Langen Marsch, weil auf diesem Marsch sehr viele Dene gestorben sind. Sind an Hunger und allem Möglichen gestorben. Dann haben sie in einem viel zu kleinen Gebiet gelebt. Und dann gab es wohl nach der Zeit, nach ein paar Jahren, einen amerikanischen Präsidenten, der, warum auch immer, sowas kennt man eigentlich nicht von denen, gesagt hat, das geht so nicht. Und dann hat man den Navajo ihr Gebiet wieder zurückgegeben. Das heißt, das Gebiet, was wir hier sehen, oder die ganze Navajo Nation, ist auch das angestammte Gebiet der Navajo selbst. A lot of people around here think it was the most important thing because I think they were losing at Yeah, they were losing. Pearl Harbor and everything I think happened and then they Because of the Navajo language and how complicated and concise and stuff it was, it was able to change that. Is it present in American culture? What? That the co-talkers were like were so important for the U.S. To win the war? I don't think so. I don't think so. Okay. It's more important around here. Yeah. Because there's only one film, maybe for people I will tell in Windtalkers, right? Yeah, but there. Okay. But I mean, that might be one of the things that people actually know about culture. Es ist so gewesen, dass die US-amerikanische Armee ziemlich unter Druck geraten ist. Deren geheimer Code wurde nämlich entschlüsselt. Dann ist man auf die Idee gekommen, dass die Navajo, die ja ihre Sprache sozusagen behalten haben, weil die Navajo praktisch eine Sprache hatten, die nicht kodiert werden konnte von den Japanern, weil die keine Ahnung hatten, was die da sprechen. Und so haben die Navajo und die Navajo Co-Talkers, so werden die Leute genannt, die hier hinter uns stehen, deren Namen sozusagen dafür in Ehren gehalten, dass sie eigentlich dafür verantwortlich waren, dass Amerika diesen Krieg mit gewinnen konnte. Man könnte von einem Game Changer sprechen. Ich habe Joe aber auch gefragt, ob er das Gefühl hat, dass diese Geschichte nur präsent ist hier auf Navajo-Gebiet oder ob er denkt, dass das auch in Amerika allgemein gewürdigt wird. Und er hat gesagt, er glaubt nicht, er glaubt schon, dass es eher hier im Navajo-Gebiet sozusagen die Würdigung erfährt. Allerdings gibt es einen Hollywood-Film, der heißt Wind Talkers, den könnt ihr euch mal anschauen, dann könnt ihr die Geschichte von diesen Leuten sehen. Ich weiß gerade nicht, ob ich bei Red Dead Redemption 2 bin oder in der Realität, Mann. Es ist so unfassbar, Alter. So sieht es morgens aus, wenn wir aufstehen. Feuer, Kaffee, Tee, alles was man braucht an der frischen Luft. Und dann kam es so, dass wir jetzt auch noch mit einem Hund hier zusammenleben. Einer Rottweiler Hündin, die unsere Seite nicht mehr verlässt. Nee, jetzt? Good girl. Good girl. Good girl. Die beschützt auch schon unseren Haushalt. Wenn von da drüben ein anderer Hund bellt, läuft sie zum Zaun und beschützt uns. Also damit ihr das versteht, das haben wir jetzt nur, damit ihr das klar macht, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Touristenladen oder sowas, sondern das ist wirklich Locals, also Leute von hier aus der Community, kommen hier einkaufen und kaufen hier ihr Zeug. Und jetzt schauen wir uns das ein bisschen an. That's what we had in the car. So it's for protection, sweetgrass. Okay. One of the more popular things people like to get.
And it's just not for the Navajos too, other tribes use it. Other tribes use it also? Okay. Also das ist sozusagen die Basis für die Trommel. Das ist die Haut auf der Trommel. Und da vorne sind die Trommelstöcke. Here we just have some different herbs for different things. So for diabetes, high blood pressure, arthritis, kidney, just more a natural way of remedying things. Die Sachen sind jetzt nicht irgendwie in einer riesen Fabrik hergestellt, sondern tatsächlich. Is it more the elders who collected or younger people? It's a younger guy, but it's passed on tradition, you know, from grandparents. Oh ja. Yeah. Diese hier werden als Tee benutzt und diese werden tatsächlich alle geraucht. Yeah, that's more herbal and this is more tobacco. Oh, schön. Yeah. But you know, it kind of goes like that, obviously. You know, if you open it. You know, zip it up. You can carry it around. What type of feathers? That's a turkey. Turkey. That's a turkey. Yeah. This is just all handmade local work. Yeah. So a lot of beadwork, you know, earrings, bracelets, barrettes, pendants, cups, all sorts of things, medallions. And people just bring these into us. More herbs for protection. Yeah. And the tea. Was ist los? Was ist los? Dietrich hat gerade noch mal mir eben seine CD in die Hand gedrückt. Eine von 200. There goes the cowboy. Die Adresse vom Laden und alles könnt ihr auch natürlich hier unten in der Beschreibung finden. Ja Leute, wir haben jetzt schon viele verschiedene Eindrücke bekommen und gesammelt. Und ein Mensch, der mir sehr wichtig ist, den ich gerne in diesem Video zu Wort kommen lassen möchte, weil ich denke, es ist sehr wichtig, um all das, was wir bisher aufgenommen haben, zu verstehen, in eine Person zusammenzubringen, dann ist es Pete Sands. Ja, yeah, mein Name ist Pete Sands und ich bin der Netrate in Asha. Ich bin in Asha, in Moslem Creek, Utah. Hallo, mein Name ist Pete Sands. I'm from Moslem Creek, Utah. Grew up in Utah, in the Utah portion of the Navajo Nation. I moved back to the Navajo Nation about 2.5 years ago. I was on the road for a long time playing music. I was in the film industry for a long time. And I brought what I've learned back to the reservation to help people. Pete ist, nachdem er lange auf Tour war mit seiner Musik und auch sehr lange schon in der Filmindustrie arbeitet. Er war zum Beispiel sehr aktiv in der Serie Yellowstone, wo man ihn auch auftreten sehen konnte. Er organisiert insbesondere viele Reiter für Westernfilme zum Beispiel. Nach der langen Zeit ist er zurück in die Navajo Nation gekommen, um der Nation etwas zurückzugeben. Hat viele Programme gemacht, um Menschen zu helfen und kümmert sich auch in erster Linie darum, zum Beispiel Sprache zu bewahren, Programme zu machen, um die Navajo-Sprache nicht vergessen zu lassen. You have the will, you have the way, you have the connections, and you have the drive, then do it. Yeah. And so that's how I started language preservation. And it really goes back to culture. Yeah. Everything. If you can't provide for yourself, you lost your touch with your culture. Mm-hmm. Now, right now, there's a lot of things that have been adopted by Navajo culture, but it's not part of our culture, much like Christianity. Pete kritisiert berechtigterweise und klärt auch berechtigterweise darüber auf, dass viele Dinge, die heutzutage in der Navajo-Kultur präsent sind, gar nicht originale Teile der Navajo-Kultur sind, wie natürlich die Christianisierung. Er versucht, den alten Glauben wieder ins Gedächtnis der Menschen zu bringen und arbeitet insbesondere dafür, dass alte Werte nicht vergessen werden, aber auch, dass Navajo Menschen an sich nicht vergessen werden. Und dazu möchte ich euch jetzt noch ein bisschen was erzählen. Diese Einblicke, die wir hier nehmen durften, die Offenheit, die Herzlichkeit, die Liebe, mit der wir empfangen wurden, ist für mich etwas ganz Besonderes. Die Navajo Nation selbst liegt nicht an den großen Highways, ist nicht wie manche kleinere sogenannte Reservate angebunden und kann damit mit Casinos zum Beispiel sehr viel Geld verdienen. Es ist eine wunderschöne, riesige Landfläche. Dennoch hat man manchmal das Gefühl,
dass die Leute dort teilweise vergessen werden. Und dieses Vergessen, dem möchte ich entgegenwirken. Ich möchte aufzeigen, dass wir Menschen auf der Welt Brüder und Schwestern sind. Dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten haben, dass wenn wir in unsere indogermanische Geschichte zurückblicken, wir Parallelen sehen können zwischen zum Beispiel den Wikingern und den Stämmen an der Ostküste der USA. Denn beide haben in Langhäusern gewohnt. Und es gibt viele andere Parallelen, die Art und Weise, wie die Natur zum Beispiel betrachtet wurde. Vielleicht können wir uns ein Beispiel daran nehmen, wie die Navajo heute noch teilweise ihre Umwelt und ihre Welt sehen und uns daran erinnern, dass wir selbst mal daran geglaubt haben. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und bedanke mich bei allen Menschen, die wir auf diesem Weg treffen durften. Ashehe.